Haas zum Spiel am Sonntag. Wir haben uns ja nicht getroffen und haben darüber überhaupt nicht gesprochen, wegen der Umstände und so weiter. Was mir am 2. September, letztes Spiel, sehr gut gefallen hat, dass der Spielführer vor Ort war, trotz Verletzung, und mir geholfen hat, mit dem Stefan zusammen, mir den Rücken freigehalten hat. Das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft, ja. Da ist das wunderbar, da kann ich mich konzentrieren auf andere Sachen, dann ist es okay, ja, wenn ich den Vortrag halten soll nach euch. Ja. Der Sieg oder so weiter, ja, haben wir auch dem Trainer zu verdanken, weil er euch mit guter Befriedigung, körperlicher Fitness ausgerüstet hat. Ja. So gewinnt man solche Spiele. Das ist also gar kein Drang. Dann noch Jens, toll, dass du zurückfahren bist. Auch Gemeinschaft, ja. 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 Um 8 Uhr aufgestanden, hierher gefahren und noch Tickets. Leute, das ist alles, das ist kein Teamgeist. Das war, können wir haben. Ja. Das war einfach der Effekt, der da rauskommen ist. Höhepunkte noch, was mir besonders gut gefallen hat. Und was dem Umfeld auffallen hat. Die beiden Tore, wunderschön rausgespielt, mit die Conny, Connection, zack, bumm, Tor. Und dann Zusammenspiel mit dem Schäbe, ja, Aha-Spieler, sich nahtlos eingefügt, wie der Manuel. Leute, das ist einfach immer gemeinschaftsbezogen. Da ist das okay, wenn jeder da mitmacht. Ja, ja gut, hi, ja, gut, das war ein Vorwort. Und jetzt kann man die volle Taktik, können wir immer kürzer halten, weil wir gewisse Punkte schon durchgearbeitet haben. Grundaufstellung, Vista, habe ich euch schon tausendmal gesagt, die muss ich aber leider immer wieder wiederholen. So ist die Grundaufstellung und so muss die Aufstellung auch sein, wenn der Gegner einen Abschlag macht. Ja, dann müsst ihr alle Daten in der Linie sein. Ja, bis auf den Schemot angeht. Ja, das zu machen. Ja, diese Grundausstellung, ja, schieben, geht auch. Da müsst ihr halt nur aufpassen, ja, dass der Eule, wenn sich hier wieder freiläuft, wenn man da verschoben hat, ja, und der Schwarze ist jetzt diesmal der Bersinger, ja, dass man da den nicht frei standen lässt. So, dann muss der Eule von da noch mitarbeiten und den zumachen. Ja, geht die Hintermannschaft dann normalerweise nicht an. Ja, das ist okay. So. Das haben wir wiederholt. Kopfballstärke, wisst ihr auch, dass ich den größten Wert darauf lege, dass hinten, heute haben wir die großen Leute hinten. Ja, wirklich, okay, gut. Jens, er ist nicht zu der goldenen Wurzel, wie der Biemen. Ja, Warnung. Leute, ist okay. Ja, macht es weiter. Abwehren, mit dem Kopf abwehren. Ja. So, gut. Haben wir wiederholt. Jetzt kommst du dran. Ja. Wenn du den Ball bekommst, ja, im Strafraum hängt, dann saust du bis zur Strafraumgrenze vor und machst einen langen Abschlag. Das müssen aber die zwei, Tim, Andi, Conny, ihr müsst es wissen. Was der tut, ja, müsste also nicht schon vorher loslaufen, damit er das kann nicht sein, sondern ihr müsst geistig darauf einstellen, dass da der lange Ball kommt auf euch von euch. Ja, das könnt ihr. Das ist dem also angeschafft, was er machen soll. Andernfalls, wenn es andersrum ist, wird von hinten rausgespielt. Das heißt, dass rechts und links sich einer freiläuft, ein Ballholer. Wenn er Karl Stürmer sei, kann er Michael sein, muss nicht unbedingt ein Verteidiger sein. Ja? Das war gut. So, jetzt sind wir beim Stellen, beim Einkesseln, was bei uns noch nicht so gut klappt. Das Stellen, wenn man die im Kasten hat, ja, dann müssen wir jedes Mal, also dort ausüben wollen, müssen wir gleich zurücklaufen. Wenn man das checkt hat, die machen jeden Ball, schlagen die hoch ab. Angenommen.
Ja, das sieht man ja, Leute. Ja, die können ja nichts anderes. Ein Trainer hat die nicht angeschafft. Ja. Die spielen, also die meisten spielen nicht da hinten raus. Ja. Stellen, wenn wir es einkesseln wollen, dann müssen der Andi und der Kim auch noch in das Loch gegangen. Ja. Dann stellt er das zu fünf an der hinteren Mittellinie. Ja. Ball abfangen, immer Ball abfallen, Ball abfallen. Ja. Das ist ein Teil der Taktik und des Systems, den Gegner gar nicht vom Strafraum, von unserem Strafraum weghalten. Ja? Das ist eure Aufgabe. Ja? So, und das hängt auch zusammen mit dem Schwerpunkt, den wir heute setzen, Ball erobern. Jeder muss bestrebt sein, den Ball zu kriegen. Leute, ja? Jeder, wenn der Ball auf eure Seite kommt, wo ihr steht, zwei, drei Leute, die müssen wissen, ich muss versuchen, den Ball zu kriegen. Ball erobern. Ja? In jeder Lage immer wieder versuchen, den Ball zu holen. Ja? Dass er in unserem Besitz ist. Ja? Dass die gar nicht mehr vorwärts kommen. Ja? Das ist also heute Schwerpunkt, da werde ich darauf achten. Ja? Den Gegner den Ball abnehmen. Ganz einfach. Ja? Das ist die Kugel, die will jeder haben. Und ihr müsst halt euch durchsetzen und versuchen, den Ball zu kriegen. Ja? Dann könnt ihr was mitmachen. Ja? Klar ist es wunderschön, wenn der eine oder andere den eroberten Ball auch noch verarbeiten kann. Ja? Dass er sich holt und dann nicht einen Fehlpass macht, sondern einem von uns zuspielt. Ja? Das ist der Sinn des Spiels. Ja? Nicht wieder hergeben, habe ich auch geschrieben. Durch Fehlleistung. Ja? Zum Beispiel, wir sind beide sitzt, Benny Erbach macht einen falschen Einwurf. Scheiße, also das wolltest du nicht mehr. Aber die haben es gesehen. Ja? Das sind also einfach die Situationen. Gebt den Ball nicht her. Ja? Der gehört euch. Ihr habt ihn euch geholt. Und dann müsst ihr auch den Lohn dafür tragen. Das ist an sich alles. Diagonalspiel. Habt ihr trainiert? Jetzt, ich glaube, am Donnerstag. Also hat er eine Diagonalwelle machen lassen, oder Dienstag, ja, also umsetzen. Der Chef hat es euch gelernt, ja, dann müsst ihr das dann umsetzen. Ja, ja. Dann bin ich eigentlich gleich bei der Taktik, ja, die habe ich schon mal erzählt, Viererkette spielen die alle, manche sogar Dreierkette, gestern haben die Ärmel gesehen, die spielen eine Dreierkette. Hirnlos offen. Möchte ich sagen. Ja. Beide Mannschaften machen das so. Wie knackt man eine Viererkette? Ja. Kann jeder gucken. Ja. So sind sie also entstanden, schon wie die Bläde. Zack, 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 so ist der Stadtwesen. Zack, jetzt ist dieses Ding runtergefallen. Ich bringe beide Spiele. Ja. So, der ist also auch fortgeschrieben. Jetzt hat ein Kumpel von uns, hat denen den Ball abgenommen. Waren wir dabei? Kumpel war. Der war Scheiße, das hat auch mit den Führungen nicht zu tun. Wollte das Scheiße. Also, so sind sie gestanden. Das sind unsere beiden Stürmer, so sollen sie spielen. Ja. Und hier, das ist der Ball, der hat den Ball. So, was macht er? Bei uns ist es an sich so, der Schmidti saut los, sagt, wunderbar, abseits. Tippt den Ball auf, wunderbar. Ja. Bleibe doch stande, wartet, bis der gespielt hat. Der kann ja auch dahin spielen. So, dann spielt der da rein in den freien Raum. Dann wird immer bei uns gespielt. Ist der Kölner frei? Dann spielen frei Raum. Ja? Und dann zaubert der dahin. Ja? Das sag ich, da haben wir ja auch noch einen rechts außen. Ja? Der ist frei. Ja? Das soll er machen. Und nochmal, abseits machen wir auch noch falsch, Leute. Abseits, Kim, Schmidti, habe ich euch schon mal erklärt. Ja? Ihr standet so standet da. Ja? Und dann laufen wir ins Abseits, von da laufen wir ins Abseits. Kann nicht sein, Leute. Der Ball wird erst zu dem gespielt, der macht den Rückpass.
zu dem, der Christen, und der hat sich befangen, und dann schlägt der dahin, und dann kann der loslaufen. Ihr müsst also, die Stürmer müssen entgegenkommen, Rückpass machen an den Spieler, der hinter ihnen ist, und der schlägt dann den langen. Nicht warten und zu früh loslaufen. Ja? Und viel gucken. Tim, ihr müsst immer gucken. Ja? Wo stehen die? Stehe ich abseits? Darauf müsst ihr achten. Da muss jeder von euch aber achten. So, das wäre Freistöße. Ja, das ist der Markt.